Einige Wissenschaftler beschäftigen sich schon lange mit der Frage, welche Eigenschaften bei einem Partner oder Partnerin wichtig sind, um mit ihm oder ihr eine lange und dauerhafte Beziehung zu führen. Wenn deine bessere Hälfte die folgenden 9 Charakterzüge aufweist, dann hast du ein großes Los gezogen und solltest sie oder ihn nicht mehr gehen lassen. Nummer 1. Emotionale Intelligenz. Der Begriff der emotionalen Intelligenz wurde erstmals vom Psychologen 1990 verwendet. Er bedeutet, dass die Person in der Lage ist, Gefühle richtig wahrzunehmen, einzuordnen und mit ihnen umzugehen. Dies beinhaltet sowohl die eigenen Emotionen als auch die der anderen Menschen. Emotionale Intelligenz heißt, dass man nicht nur gut über die eigenen Gefühle reden kann, sondern auch die Fähigkeit besitzt, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Ein hohes Maß an Empathie und Einfühlungsvermögen ist kennzeichnend für emotionale Intelligenz. Menschen mit diesem Charakterzug zeichnen sich durch ihre Offenheit und ihren souveränen Umgang mit ihren Gefühlen aus. Besonders in Beziehungen ist emotionale Intelligenz wichtig, denn sie hilft dabei, viele emotional schwierige Situationen zu meistern. Emotionale Intelligenz ist also ein wichtiger Faktor, wenn ihr eine sichere und lang andauernde Beziehung führen wollt. Nummer 2. Helfende und unterstützende Haltung. Eine weitere wichtige Frage ist, ob dein Partner oder deine Partnerin dich grundsätzlich unterstützt, bestärkt und aufbaut. Besonders in schwierigen Zeiten brauchst du jemanden, auf den du dich verlassen kannst und der dir hilft, wenn es dir schlecht geht. Das vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Angekommensein. Es geht hierbei auch darum, ob dein Partner dich in deinen Wünschen, Träumen und Ideen bestärkt. Eine unterstützende Haltung zeigt sich dadurch, dass dein Gegenüber dich in deinen Plänen bekräftigt und dir hilft. Schaue, wie du dich bei deinem Partner fühlst. Wenn du dich grundsätzlich sicher, angenommen und gut aufgehoben fühlst, ist das ein sehr gutes Zeichen. Wenn in einer Beziehung beide eine unterstützende Haltung für den anderen an den Tag legen, lassen sich auch schwierige Aufgaben im Leben einfacher lösen und bewältigen. Nummer 3. Freundlichkeit und Großherzigkeit. Großherzigkeit und Freundlichkeit sind ganz entscheidende Punkte, wenn es zu einer längerfristigen Bindung kommen soll. Es ist schwierig bis unmöglich, mit geizigen oder ständig unfreundlichen Menschen eine warme und auf Vertrauen basierende Beziehung aufzubauen. Ist der Partner hingegen generell großzügig, wohlwollend und freundlich, sind das sehr gute Zeichen für eine dauerhafte Beziehung. Daher solltest du dich fragen, ob dein Partner oder deine Partnerin eher zu Geiz und Unmut oder zu Freundlichkeit und Großzügigkeit neigt. Eine milde und positive Grundhaltung dem anderen gegenüber ist ein wichtiger Grundstein für eine funktionierende Beziehung. Nummer 4. Verständnis füreinander. Dieser Punkt ist eng verwandt mit der eben beschriebenen Empathie. Verstehen meint hier nicht nur das zu begreifen, was der andere sagt. Es geht um ein Verständnis für die innere Gefühlswelt des Partners oder der Partnerin, also dass man nachempfinden kann, wie sich eine bestimmte Situation für den anderen anfühlt. Diese Fähigkeit ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn es um die Zufriedenheit in längeren Beziehungen geht. Hierdurch werden emotionale Nähe und Vertrauen geschaffen, die eine wichtige Basis für eine gute Partnerschaft sind. Nummer 5. Die gleichen Grundwerte. Soll deine Beziehung längerfristig gut funktionieren, ist es ratsam, wenn ihr die gleichen Grundwerte vertretet. Dabei geht es nicht um Dinge wie Musik oder Modegeschmack. Hierbei spielt es keine große Rolle, wenn ihr verschiedener Meinung seid. Wichtig sind die grundlegenden Werte, also eure Ansichten zu Themen wie Religion, Heirat, Familie oder Kinderwunsch. Es geht aber auch um Fragen nach der finanziellen Zukunft und um die Ideen zum späteren Zusammenleben generell.
Wenn ihr bei diesen Fragen in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung seid, ist ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft gefordert. Auf Dauer kann es sonst zu Schwierigkeiten in der Beziehung kommen. Nummer 6. Respektvolles Verhalten. Möchte man mit jemandem eine feste Beziehung aufbauen, ist respektvolles Verhalten ein weiterer entscheidender Punkt. Zeigt ein Partner gegenüber dem anderen grundsätzlich wenig oder keinen Respekt, hat dies auf Dauer fatale Folgen für die Beziehung. Auch die psychischen Auswirkungen auf den respektlos behandelten Partner oder die Partnerin können enorm sein. Zeigen die Partner hingegen in ihrem Verhalten Respekt und Achtung füreinander, haben beide genügend Raum, um sich zu entfalten und persönlich zu wachsen. Respektvolles Verhalten zeigt sich auf vielerlei Weise. So zum Beispiel in einer ruhigen und liebevollen Art der Kommunikation. Das heißt, ein respektvoller Partner zeigt seinen Respekt, indem er dir aufmerksam und wohlwollend zuhört, dich nicht unterbricht und versucht, wirklich zu verstehen, was du sagst. Respekt äußert sich auch dadurch, dass dein Partner deine Bedürfnisse ernst nimmt und auf sie eingeht. Grundsätzliche Fairness und gegenseitige Achtung prägen eine respektvolle Beziehung. Nummer 7. Kompromissbereitschaft. Außerdem ist es sehr wichtig, dass dein Partner die Fähigkeit besitzt, sich auf Kompromisse einzulassen. Ansonsten würde der andere nur auf dem beharren, was seinem Willen entspricht. Das kann auf Dauer zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung führen. Kompromissbereitschaft hingegen meint, dass man sich mit dem Partner auf Augenhöhe auseinandersetzen kann. So findet man Mittelwege, die für beide Parteien in Ordnung sind. Wenn beide Partner kompromissbereit sind und auf die Wünsche und Bedürfnisse des anderen eingehen, führt das zu mehr Glück und Zufriedenheit in der Beziehung. Nummer 8. Fehler werden akzeptiert. Es ist sehr wichtig, dass dein Partner oder deine Partnerin auch deine nicht so guten Seiten akzeptiert. Fehler haben alle Menschen und es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Für das beiderseitige Glück in einer Partnerschaft ist es entscheidend, dass man den anderen so nimmt, wie er ist und nicht versucht, ihn zu ändern. Die Fehler des anderen werden akzeptiert, ohne Groll oder Gereiztheit. Dadurch bekommt das Gegenüber mehr Selbstsicherheit, fühlt sich angenommen und akzeptiert. Jeder wünscht sich einen Partner oder eine Partnerin, der oder die einen so liebt, wie man ist. Von daher ist dieser Punkt extrem wichtig für eine gute und erfüllte Partnerschaft. Außerdem gibt es in Beziehungen, in denen beide Partner die Fehler des anderen akzeptieren, weniger Anlass zu Streit und Vorwürfen. Nummer 9. Unterstützung bei der Persönlichkeitsentfaltung. Dies bedeutet, dass dein Partner dich dabei unterstützt, dein persönliches Potenzial voll zu entfalten. Auf der einen Seite ist hiermit die persönliche Entfaltung gemeint, also die Fähigkeit, zu den eigenen Fehlern zu stehen und zu dem zu stehen, wer man wirklich ist. Auf der anderen Seite meint dieser Punkt aber auch die generelle Unterstützung des Partners bei der Entfaltung des persönlichen Potenzials. Das heißt, dass der Partner dir hilft und dich unterstützt, wenn du dir beispielsweise ein neues Hobby suchst oder dich für etwas Neues begeisterst. Hierdurch können beide Partner ihren Horizont immer wieder neu erweitern, sodass Langeweile und Alltagstrott in der Beziehung nicht so schnell aufkommen. Neue Impulse, Ideen und Aktivitäten sind sehr wichtig, um beide Partner auf Dauer glücklich zu machen. Unser heutiges Fazit. Wichtig ist, dass man sich in einer Partnerschaft wohlfühlt. Dazu sind die eben beschriebenen 9 Eigenschaften extrem hilfreich. Über vieles kann man aber auch mit seinem Partner reden und mit genügend Kompromissbereitschaft und Respekt auf beiden Seiten in den Griff bekommen. Hast du jemanden getroffen, der diese Eigenschaften besitzt, habt ihr die besten Chancen, eine lange und glückliche Beziehung zu führen. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute.
Vielen Dank fürs Zusehen.